Guten Morgen Leute, ich bin Max Oberüber und heute werde ich nach Köln fliegen, von Berlin aus nach Köln. Es ist 5 Uhr morgens und es ist irgendwie sehr kalt, ich hätte mich irgendwie wärmer anziehen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Viel Spaß mit dem Vlog. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. So Leute, ich habe es jetzt geschafft, hier an den Flughafen reinzukommen. Vor mir war einer, der irgendwie bei diesem, da wo man durchgeht, da hat es gepiept und sein Koffer war auch irgendwas drin. Da musste der noch irgendwo anders hin. Ich hoffe, es geht alles gut. Wenn nicht, dann kommt der Vlog eh nicht online. Aber wird schon alles gut gehen und wir sehen uns dann wieder in Köln. Tschüss. I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. So Leute, ich bin jetzt in Köln angekommen und werde jetzt hier noch kurz warten, weil die gerade noch im Bett lagen und ich deshalb ein bisschen warten muss. Aber das wird schon. To see you again. Leute, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen vergangen. Ich habe einige Sachen schon gemacht, aber jetzt sind wir im Jump House mit so ein paar anderen Jungs und einem Mädchen. Und wir werden jetzt mal gucken, was hier noch so gibt. Ich bin das erste Mal in Köln im Jump House. Ich war schon in Berlin und in Hamburg. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken, was wir so machen. Wir sind jetzt zu viert hier drin. Wir werden immer rüberspringen und uns gucken, mal gucken, wie es wird. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting down. So Leute, wir haben ja gesehen, wer der Champion ist und der mit dem Streifen T-Shirt. Genau, wir haben das gleiche an, wir waren auch bei Kick und haben eingekauft, weil wir keine Sportsachen hatten. Ja, das war jetzt ein kurzer Einblick ins Jump House. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gleich geht's weiter mit meinem neuen Auto und tschüss. So Leute, ich habe mir jetzt einen neuen AMG geholt, eine A-Klasse 45 AMG mit 380 PS. Ich hatte da vorher einen Twingo, der hatte 75. Das wurde mir jetzt ein bisschen zu wenig, deswegen habe ich mir dieses Auto geholt. Was sagt ihr dazu? Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Carfahren. Viel Spaß! So, ich muss euch leider enttäuschen, es war leider nicht mein Auto, ich finde es auch sehr schade, aber vielleicht darf ich ja gleich mal fahren. Ich habe nämlich hier einen Unternehmer getroffen, dem dieses Auto gehört. Jo, hey. Willst du dich vorstellen? Ja, Michael Amberger, bin aus Stuttgart und habe hier einen extrem coolen Kameramann mit am Start. Haben extrem viel Spaß und würde sagen, wir fahren mal eine Runde, oder? Ja, yes. Erstmal ein Soundcheck hier. Let's go. Oh, oh. Jetzt Soundcheck? Ja? Wer ist bereit? Wenn ihr bereit seid, stimmt in der Infokarte ab. Gefällt's euch? Also mir gefällt's. Wir drehen jetzt eine Runde, oder? Darf ich fahren? Ja, komm. Let's go! So, wir fahren jetzt mal hier eine Runde. Also wenn ihr das Geld habt, ich hab's leider nicht, dann kauft euch einen AMG. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wahrscheinlich seid ihr auch noch zu jung.
Aber ihr könnt ja schon mal anfangen zu sparen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Was sagst du dazu? Ja, mega geil. War die beste Anschaffung meines Lebens. Man lebt nur einmal. Ich denke auch, man sollte sich im Leben, wenn man irgendwie irgendwelche Wünsche hat, sollte man sich die wirklich erfüllen und nicht denken, ja, kostet Geld, weil du halt wirklich nur einmal lebst. Und deshalb erfüllt euch eure Träume und lebt einfach mal. Ja. So, das war jetzt die Fahrt. Vielen Dank. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde hart dafür arbeiten und falls ihr wissen wollt, wie man sowas macht, dann schaut bei ihm vorbei. Da könnt ihr alle AMG fahren. Genau, Michael Amberger. Ich verlinke es euch unten in der Info. So Leute, ich bin mittlerweile schon in Essen. Ich bin von Köln nach Berlin geflogen, dann von Berlin nach Essen gefahren und heute ist der XXL Tuber Day und ich würde jetzt sagen, ich beende den Vlog hier. Ich glaube, da wird es nicht so spannend. Vielleicht blende ich noch irgendwas kurz ein von der Autogrammstunde. Mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos und wir sehen uns am Dienstag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss. Das ist mein Auto. Ja. Ich glaube nicht, aber willst du mal fahren? Das ist wie bei so einem schlechten Porno.